Im heutigen Video wollen wir einmal in den tiefen Südwesten der Republik schauen, wo sich am Wochenende unschöne Szenen im Voraus des Spiels zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg abspielten. Sicher geht es darum um eine abzählbare Menge an Personen, die sich an dieser nicht gerade ruhmreichen Tat beteiligt hat. Trotzdem soll dies vielmehr als Appell verstanden werden, so etwas in Zukunft zu unterlassen. Nachdem ein Haufen von rund 50 Ultras der einheimischen Szene gegen 11 Uhr in der Freiburger Innenstadt umherläuft, kommt es dazu, dass vereinzelte Augsburger angegriffen werden. Ihnen wird versucht, die Schals zu entwenden, woraufhin sie sich vehement weigern und diese verteidigen. Zu sagen ist, dass es sich dabei um völlig normale Anfang 20-jährige Anhänger des FCAS handelte. Einem der beiden werden unter Anwendung von roher Gewalt die Fellutensilien komplett abgenommen. Als sich der zweite seinen Schal nach mehreren Drohungen der deutlich größeren Gruppe Einheimischer immer noch verteidigt, bricht die Gruppe schließlich ab, als einzelne Leute die Angreifer zurückpfiffen. Eine ähnliche Aktion nur 90 Minuten später soll es gegen eine Familie Augsburger Gästefans gegeben haben, welche ebenfalls von dem Freiburger Mob aufgefordert wurde, ihre Schals herzugeben. Auch hier wurde dies von den Augsburgern verweigert, worauf es nochmals zu Drohungen einzelner Einheimischer kam. Die Fans des FCA erstatteten im Anschluss der Aktion Anzeige bei der Polizei. Im Stadion blieb im Anschluss alles weitestgehend ruhig. Das Ziehen von gegnerischem Material in großer Überzahl ist das eine, aber gegen normale Fans, die teils mit Familienmitgliedern ein Auswärtsspiel besuchen, ist einfach unterste Kategorie. Das möchten wir hier in aller Klarheit deutlich machen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.